Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal das Kroning-Penny-Modell und die Bloch-Funktion anschauen. Im Endeffekt ist das ein Modell, um nachzuweisen, warum überhaupt solche Bänder wie jetzt das Valenz- und Leitungsband entstehen, wie eine Bandlücke entsteht, also ein Bereich, in dem keine Ladungsträger Platz finden können und wie so ein Halbleiter im Endeffekt tatsächlich aus physikalischen Gleichungen bzw. mathematischen Gleichungen dann im physikalischen herleitbar ist. Also warum ein Halbleiter überhaupt entsteht in einem solchen Kristallstrukturformat, wie wir es eben kennen bei zum Beispiel Silizium. Und hierfür lohnt sich eben das Kroning-Penny-Modell anzuschauen und die Bloch-Funktion näher zu betrachten. Im Endeffekt ist dieses Kroning-Penny-Modell ein Ansatz, eben das zu berechnen, bei dem man als Hilfe diese Bloch-Funktion auch braucht. Wo kommt das Ganze jetzt her? Also bekannt ist es nach Ralph Kroning, der eben 1904 bis 95 gelebt hat, und William Penny von 1909 bis 1991. Tatsächlich auch nicht ganz so die schönsten Lebensläufe, kann man sich tatsächlich im Internet auch mal anschauen. Ansonsten, vielleicht fernab von diesem historischen Einordnungsmodell, diese Modelle ermöglichen eine quantitative Aussage über die Entstehung der Bandstruktur. Das, was ich gerade eben schon erwähnt habe, in diesem Modell wird das periodische Potenzial im eindimensionalen Kristall durch ein Rechteckprofil genähert. Also im Endeffekt haben wir so ein Rechteckprofil, wie wir das Ganze hier sehen. Wenn wir das jetzt im eindimensionalen mal machen, wie ich es gerade genannt habe, bedeutet das also, wir haben hier ein Potenzial, daneben einen Potentialtopf, daneben einen Potentialtopf. Die Potentialtöpfe sind eben durch rechteckige Blöckfunktionen quasi getrennt, die eben eine Potentialhöhe von V0 haben. Nehmen wir also an, diese ganzen Potentiale sind im Endeffekt die identischen Atome oder Moleküle, die eben im Kristall auf den Gittern sitzen. Hier ist quasi der Ort der Atomkerne, und dann zwischen den Atomkernen, die ja im Endeffekt die Elektronen anziehen, haben wir eben Barrieren, wo die Elektronen sich nicht so wahrscheinlich aufhalten. Tatsächlich im Realen sind diese Funktionen natürlich keine rechteckigen Blöcke, aber wir sehen schon, dass mit diesem einfachsten der einfachen Modelle, eine unendlich weit aneinandergereihte Periodengitter, eben diese Bandstrukturen am Ende zustande kommen. Das werden wir also ermitteln können. Das Modell sagt im Endeffekt, dass der Kristall unendlich ausgedehnt ist hierbei. Also wir haben unendlich dieser Potentialtöpfe. Das kann man tatsächlich auch annehmen, da eben in einem typischen Siliziumblock, der eben jetzt für so einen Halbleiter gilt, so viele Atome vorhanden sind, dass eben die Grenzbereiche nicht mehr relevant sind und wir von einem unendlich ausgedehnten Gitter in guter Näherung ausgehen können. Genau, die Töpfe stellen in den Bereichen in der Nähe der Atom, also die Töpfe stellen den Bereich in der Nähe der Atomkerne dar. Hier werden die Elektronen angezogen, deswegen ist hier auch einmal quasi eine tiefere Stelle im Potenzial. Die Barriere stellen eben die Gebiete zwischen den Atomkernen dar, deswegen eben hier eine höhere Potentialbarriere. In dem Modell ist das Gitter, also der Kristall, unendlich ausgedehnt, und die Skizze ist nach dem Potentialverlauf von Kroning-Penny-Modell eben wie hier folgt, hier unten einmal aufskizziert, also so wie ich es gerade erklärt habe. In unserem Video die soll die Nomenklatur jetzt eben sein, dass die Barrieren von minus C0 bis 0 gehen oder von minus C bis 0 gehen und eben die Höhe V0 haben und zwischen 0 bis B eben nicht existent sind. Sprich, von 0 bis A ist quasi eine Periodizität, beziehungsweise von minus C bis B ist eine Periodizität. Das nur als Information. Gut, jetzt die Bloch-Funktion. Die Bloch-Funktion wird auch als Bloch-Welle oder Bloch-Ansatz bezeichnet und ist ein allgemeiner Lösungsansatz für dieses Kroning-Penny-Modell, also für die Lösung der stationären Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen in einem periodischen Potential. Muss jetzt nicht nur das Kroning-Penny-Modell, aber das Kroning-Penny-Modell ist eben ein solches periodisches Potential. Es könnte tatsächlich auch ein periodisches Potential sein, das eben diesen Verlauf hier hat. Auch da würde der Bloch-Ansatz eben greifen und man könnte eine Lösung dafür finden. Wir sehen also, dieser Bloch-Ansatz, die Bloch-Funktion, mit der wir gleich die Lösung dieses Potentials erarbeiten wollen und dann die Entstehung der Bänder sehen, die ist allgemeingültig. Wir verwenden sie auch hier für dieses Rechteckpotential. Die Aufgabe 1 ist also jetzt erstmal, gebe den Ansatz für ein Elektron als Bloch-Welle im Kristall an. Welche Eigenschaften haben die Bestandteile des Bloch-Ansatzes? Und der Bloch-Ansatz, wie eben schon erwähnt, besteht erstmal aus einer ebenen Welle, so wie wir das Ganze eben auch kennen. Also wir haben eine ebene Welle, phi von x ist eine Funktion u von x mal e hoch j, k mal x, wobei k eben der Wellenvektor ist, x eben der Ort. J die imaginäre, und das Besondere, was wir sonst nicht hatten, die Amplitude ist jetzt also auch vom Ort abhängig von diesem Bloch-Ansatz. Die Amplitude ist also nicht mehr einfach nur ein Parameter, wie wir ihn vorher hatten, sondern eine Funktion u von x. Und diese Funktion u von x, die wie gesagt die Amplitude ist,
wird im Endeffekt moduliert mit der Periode A, die das Gitter hat. Ja, das Gitter, wie gesagt, geht bis zu A, von 0 bis A. Das heißt, alle 0 bis A wiederholt sich diese Periode in dem Bloch-Ansatz. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Magie hinter diesem Ansatz. Das heißt, die Periode U von X oder die Funktion U von X, die wir im Endeffekt suchen werden, auch später in dieser Aufgabe, ist das gleiche wie die Funktion U von X plus A, ist das gleiche wie die Funktion von U von X plus 2a und so weiter. Ja. Also das Ganze hier impliziert ja im Endeffekt, dass wir auch diese Gleichung hier ansetzen können, nämlich immer dann, wenn wir eben x ersetzen, zum Beispiel, oder x plus a ersetzen mit tau, dann würde natürlich da zum Beispiel rauskommen, dass dann hier tau plus a stünde und so weiter. Also nach dem Bloch-Ansatz haben wir eine Amplitude, die eben moduliert wird mit der Periode des Gitters, und das ist eigentlich auch schon die ganze Magie dahinter. Das sagt uns natürlich nicht so viel darüber aus, wie diese Amplitude im Endeffekt aussieht. Das ist dann Aufgabe in diesem Video, das zu ermitteln. Aber durch diesen Ansatz alleine können wir also im Endeffekt wieder den klassischen Ansatz, den wir bisher hatten, eine einfache ebene Welle verwenden und diese Welle eben modulieren über diese Bloch-Funktion. Und dann können wir eben die Gesamtlösung bestimmen. Gut, schauen wir uns also jetzt mal ein bisschen das Mathematische hinter diesem Konstrukt an. Und zwar betrachten wir nun die Einheitszelle des Kristalls im Bereich minus c kleiner gleich x kleiner gleich b. Oder, ja genau, und jetzt ist eben die Aufgabe, setze den Ansatz der vorherigen Aufgabe für die beiden Bereiche konstanten Potentials in die Schrödinger-Gleichung ein, bilde die Ableitung und vereinfache die Gleichung durch die Einführung der Abkürzung Kappa 1 ist gleich Wurzel aus 2mw durch h². W ist hier die Energie, ne? Das ist die Eigenenergie. Und Kappa 2 ist die Wurzel aus 2m Potential minus Eigenenergie durch h². Das ist, denke ich, auch schon bekannt den meisten, einfach aus der Dispersionsrelation, wo ja diese Gleichung hier im Endeffekt auch rausfolgt, aus den vorherigen Videos, denke ich, bekannt. Hier wollen wir diese Abkürzung jetzt einfach mal übernehmen und einführen, weil sie uns die Rechnung gleich leichter macht. An den entsprechenden Stellen werde ich das aber auch nochmal erwähnen. Gut, und die zwei Bereiche, von denen hier gesprochen wird, wenn man das Ganze anschaut, ist natürlich einmal hier der Bereich, wir sagen ja von minus c bis b wollen wir gehen, also Bereich 1 und der Bereich 2. Und in denen sollen wir also jetzt die Schrödinger-Gleichung lösen. Und das machen wir so, wie wir das in den letzten Videos immer gemacht haben. Das heißt, das erste, wir unterteilen das in die Bereiche minus c kleiner gleich x kleiner 0. Das wäre der erste Bereich und 0 kleiner gleich x kleiner b. Das wäre der zweite Bereich. Und nach diesem B setzt ja dann quasi wieder der Bereich minus C an. Das ist ja dann da, wo der Bloch-Ansatz im Endeffekt greift. Fangen wir also mit Bereich 1 an. Wir wollen die stationäre Schrödinger-Gleichung lösen. Das heißt, minus h² durch 2m, d² nach dx², weil es die eindimensionale Schrödinger-Gleichung ist. Ja, wir betrachten das Potenzial nur in einer Dimension ausgerichtet. Multipliziert mit dem Potenzial V0 mal phi von x ist gleich eben die Eigenenergie mal psi von x. Genau, und jetzt eben mit dem Bloch-Ansatz, können wir auch schon aufschreiben, Ansatz, der im Endeffekt besagt, psi von x ist gleich u von x mal e hoch j k mal x. Und hier in dem Fall wissen wir ja auch die Bedingung für u von x, ne, also u von x ist gleich u von x plus a. Das sei uns jetzt hier an der Stelle erstmal egal, weil wir wissen einfach nur, dass die Amplitude irgendeine unbekannte Funktion ist, die eben u von x darstellen soll. Okay, wenn wir das Ganze jetzt ansetzen oder einsetzen, um das Ganze zu lösen, dann gilt also minus h² durch 2m mit der zweiten Ableitung nach dem Ort von unserer Funktion u von x mal e hoch j k mal x plus unser Potential mal u von x mal e hoch j k mal x ist im Endeffekt unsere Eigenenergie mal u von x mal e hoch j k mal x. Wunderbar. Und wenn wir das Ganze ausgerechnet haben oder aufgeschrieben haben, dann können wir eben jetzt diese Ableitung bilden. Das ist nicht mehr ganz so einfach, weil wir eben ein Produkt zweier Funktionen haben. Das heißt, da kommt, wenn wir erstmal die erste Ableitung bilden und nicht beide Schritte auf einmal machen, das ist ein bisschen kompliziert, machen wir also erstmal nur eine Ableitung, heißt, es bleibt noch eine Ableitung dastehen, dann kommt die Produktregel zum Greifen, also u' von x, also im Endeffekt ist ja die Ableitung einer Funktion von f von x und g von x nichts anderes als f' mal g plus f mal g'. Ich denke, das ist bekannt bei der Produktregel. Das nur mal als kurzer Recap, das gleiche machen wir hier, also u von x abgeleitet wird zu u' von x und die hintere Funktion bleibt ja gleich, addiert mit der ersten Funktion nicht abgeleitet und der zweiten Funktion abgeleitet, also jk multipliziert mit e hoch jkx.
Genau, und dann nochmal der zweite Term, das ist im Endeffekt V0 mal U von x mal E hoch jk mal x und das ist dann wieder die Eigenenergie mal U von x mal E hoch jk mal x. Okay, jetzt können wir noch die zweite Ableitung bilden, wir müssen ja quasi hier nochmal ableiten, das heißt diesen Term einfach noch einmal ableiten, bleibt minus h Quer Quadrat geteilt durch 2m übrig. Dann auch hier gilt wieder, es ist eine Produktregel. Also wir haben ja im Endeffekt die Ableitung von x von dieser Funktion hier und die Ableitung von x von dieser Funktion hier. Und diese beiden Funktionen bestehen beide aus zwei Funktionen, die von x abhängig sind. Also ist auch hier wieder die Produktregel ja, relevant. Machen wir das Ganze erstmal mit der ersten Funktion. Also U' von x wird natürlich zu U' von x multipliziert mit E hoch j kx und dann das Ganze addiert mit der ersten Ableitung, die ja eben bleibt und das hier abgeleitet, also das wird zu jk multipliziert mit E hoch jk mal x. Dann der nächste Teil, das ist im Endeffekt wieder hier das abgeleitet, das heißt, da kommt U' von x multipliziert mit E hoch jk mal x raus. Und dann der nächste Teil ist im Endeffekt diesen Teil beibehalten und den hinteren Teil ableiten. Das heißt, da kommt dann plus u von x multipliziert mit hier nochmal jkx runter. Das heißt jkx Quadrat. J Quadrat ist aber minus 1, also minus k Quadrat kommt dann dahin. Minus k Quadrat mal e hoch jkx. Das k kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen, deswegen schreibe ich es nochmal so hin. Dann plus v0 multipliziert mit u von x mal e hoch jkx und das Ganze ist dann wieder die Energie W mal U von x mal e hoch jkx. Wunderbar, jetzt haben wir das Ganze einmal aufgeschrieben. Was wir jetzt machen können, ist uns das Leben einfach machen, indem wir erstmal die ganzen E-Funktionen wegteilen. Das geht ja relativ einfach, weil die überall stehen. Also das e hoch jkx, das e hoch jkx, e hoch jkx, jkx, jkx und jkx funktioniert. Kriegen wir also einmal weg. Und dann können wir das Ganze einmal ja, in Kurzform zusammenfassen. Da kommt dann minus h Quer Quadrat geteilt durch 2m u' von x plus u' von x. Und jetzt müssen wir einmal überlegen, was steht vor dem u' von x. Da steht einmal ein jk und hier steht an der nächsten Stelle, ebenfalls ein JK. Jetzt sehe ich gerade, das JK hier habe ich nicht mitgeführt. Das kommt natürlich da unten auch hin. Also hier steht noch ein Mal JK drinne, das ich hiervon übernehmen muss. Und dann habe ich im Endeffekt ein, hier kann ich es markieren, JK und hier ein JK. Und wenn ich diese beiden JK zusammenziehe, kommt dann natürlich 2JK hin. Ziehen wir das vielleicht nach vorne, damit ich es nicht irritierend habe. 2jk u' von x und dann minus k Quadrat multipliziert mit u' von x minus u von x. Ja, beziehungsweise hier schreibe ich auch lieber das Potenzial mal nach vorne hin. Minus v0 mal u von x und dann ist das Ganze wieder die Energie w mal u von x. So, und jetzt können wir uns das Leben in Anführungszeichen auch leichter machen. Das Ganze ist jetzt nämlich eine Differentialgleichung. Ich denke, das ist bekannt. DGL schreibe ich mal, einfach weil wir die Ableitung einer Funktion in einer Gleichung haben mit der Funktion selbst. Dafür Lösungen zu finden, bedeutet eine Differentialgleichung zu lösen. Und das Ganze kann man relativ gut oder einfach machen, indem wir erstmal vor der höchsten Ableitung, also vor dem U' von x, möglichst vieles wegbekommen, was wir im Endeffekt nicht haben wollen. Ich sehe gerade, hier ist natürlich nicht Strich von x, Entschuldigung, habe ich einmal zu viel gewollt. Also hier ist einfach k Quadrat mal u von x. Das heißt, wir wollen im Endeffekt schaffen, dass vor dem u' von x kein Term mehr existiert. Also müssen wir den Term hier erstmal wegkriegen. Das kriegen wir hin, indem wir die ganze Funktion multiplizieren mit 2m durch h Quer Quadrat. Und dann löst man solche Differentialgleichungen ja für üblich immer, indem man erstmal das ganze System zu Null setzt. Und wenn man das zu Null setzt, dann kann man eben über diesen klassischen Ansatz einer homogenen Differentialgleichung, werden wir gleich noch sehen, das ganze Problem lösen, indem wir das charakteristische Polynom bestimmen und das zu Null setzen und dann eben die Nullstellen der Eigenwerte finden und so weiter. Kommen wir gleich einmal zu, aber ich mache jetzt erstmal die zwei Vereinfachungen. Einmal
dass wir hier diesen Term vor dem höchsten Ableitungstern entfernen und zweitens, dass wir das Ganze 0 setzen. Das bedeutet, dass wir im Endeffekt hier diesen Teil rüberkriegen, das w mal u von x. Und wenn wir das Ganze machen, kommt da eben die Gleichung raus. Kann man auch eins höher hinschreiben. Kommt da eben die Gleichung raus, u' von x plus 2jk u' von x plus und dann eben minus unser k-Quadrat und dann minus 2m durch h-Quer-Quadrat von v0 minus w, ups, das ist nicht so schön geworden, mal u von x ist gleich 0. Kann ich auch gerade noch mal kurz erklären, was ich gemacht habe. Ist im Endeffekt, wir haben hier minus v0 und ich habe im Endeffekt das Minus ja hier in diesem Term drin vorgezogen. Das w wird ebenfalls rübergezogen mit einem Minus. Wir haben aber auch das Ganze geteilt durch minus h quer Quadrat durch 2m, sodass wir im Endeffekt einmal den Term positiv und einmal den Term negativ haben und das v0 wird natürlich um das, also das Potenzial v0 wird natürlich um das w abgezogen und dann erreichen wir im Endeffekt unseren Gesamtterm, den wir da aufschreiben wollten. Genau, hier ist übrigens, sehe ich gerade, weiß nicht warum, ein Plus an der Stelle. Dann ist es, denke ich, richtig. Ja, eine Sekunde, doch ja, genau. Also ich habe hier einfach ein Minus aufgeschrieben, aber hier ist ein Plus, also muss hier natürlich auch ein Plus beibehalten werden. Und dann nochmal kurz als Erklärung, wir ziehen hier das w rüber, also minus w, dann haben wir v0 minus w. Und dann kommt natürlich das Minus davor zustande, indem wir eben durch diesen Teil hier, wie wir hier beschrieben haben, einmal multiplizieren. Also hier, um das hinzukriegen, einmal mal minus das Ganze und dann that's it. Dann haben wir also einmal die Gleichung, die Differentialgleichung aufgestellt. Wenn wir diese Differentialgleichung aufgestellt haben, dann können wir das Ganze auch noch einmal, ja, ich sag mal, vereinfachen, weil wir ja sehen, wir haben jetzt hier ein Minus und wir haben jetzt hier ein Minus drin. Also das können wir auch vorziehen und kommen dann im Endeffekt darauf, dass u' von x plus 2jk mal u' von x plus, oh, da kann ich das Minus dann vorziehen, Minus und dann eben k Quadrat plus 2m durch h Quer Quadrat v0 minus w mal u von x ist gleich 0. Und jetzt steht hier im Endeffekt unsere finale Differentialgleichung, die immer noch ein bisschen, ich sag mal, eklig aussieht, aus dem Grund, weil hier halt echt ein langer Term drin steckt. Und diesen langen Term, den können wir uns jetzt auch noch sehr gut vereinfachen, indem wir einfach das nehmen, was die Aufgabenstellung dankbarerweise schon gesagt hat, nämlich hier diesen Teil, Kappa 2 ist die Wurzel aus 2m v0 minus w durch h Quer Quadrat. Wir haben hier 2m h Quer Quadrat geteilt durch h Quer Quadrat v0 minus w. Das heißt, das hier ist im Endeffekt Kappa 2 zum Quadrat. Das heißt, wir können hier unsere Gleichung auch noch einmal vereinfachen. Ich kann es auch nochmal da hinschreiben. Mit Kappa 2, jetzt wird es ein bisschen blöd, weil man das tatsächlich Kappa nennt, wobei die Wellenfunktion immer K genannt wird. Also hier sind jetzt Ks und Kappas drin. Das gleich zu schreiben ist schwierig. In der Aufgabe hier einfach dran denken, immer wenn eine Zahl unten steht, soll das bei mir ein Kappa sein. Wenn keine Zahl dran steht, ist es das K. Genau, und mit der Information, dass das eben hier gilt, was ich hier gerade rechts hinschreibe, diese Bedingung, die laut Aufgabenstellung schon vorgegeben ist, folgt das u' von x plus 2 mal j mal k mal u' von x minus und dann eben k Quadrat plus kappa 2 zum Quadrat mal u von x gleich 0 ist. Und wir sehen, das ist eine Differentialgleichung. Diese Differentialgleichung sollten wir nach Aufgabenstellung aufstellen, also betrachte die Einheitsstelle, setze den Ansatz der vorherigen Aufgabe für die beiden konstanten Potenziale ein, bilde die Ableitung und vereinfache die Gleichung durch Einführung der Abkürzung. Ja, wir sollen diese Differentialgleichung hier gar nicht erst lösen, aber wir sollen aufstellen, welche Differentialgleichung gilt denn jetzt in Gebiet 1, also da, wo eben das Potenzial V0 vorliegt. Schauen wir uns das Ganze auch nochmal in Bereich 2 an, da sollen wir das Ganze ja ebenfalls tun. Hier habe ich schon mal ein bisschen was hingeschrieben, damit ich mir ein bisschen Schreibarbeit spare, weil ich tatsächlich, wenn ich jetzt im Video was aufschreibe, eher unordentlich schreibe. Also hier einmal vorgeschrieben, wenn wir im Bereich 2 wären, würden wir genau das analoge Vorgehen nehmen, also wir würden wieder hier hochgehen, wieder den Bloch-Ansatz wählen und wieder in diese Differentialgleichung hier einsetzen. Wichtigster entscheidender Faktor ist allerdings, dass unser V0 jetzt im zweiten Bereich ja nicht existent ist, beziehungsweise 0 ist, womit sich die Gleichung eben vereinfacht zu diesem Term, den wir hier sehen.
Wobei hier natürlich auch sehr idealerweise schreibt man das so hin, damit es ein bisschen schöner ist. Also das, die zweite Ableitung bezieht sich natürlich auf das Psi von 0 auch. Und hier dieses V0 fällt jetzt im Endeffekt hier weg. Und wenn wir dieses V0 hier wegfallen lassen, dann entsteht eben die gleiche Gleichung, die ich oben hingeschrieben habe. Also diese Gleichung, die wir im Endeffekt hier sehen. Die habe ich einfach copy and pasted, einmal hier unten abgeschrieben. Und was da halt jetzt vorkommt, ist, dass dieser V0-Teil hinten wegfällt. Den gibt es jetzt nicht mehr. Und wenn dieser Teil wegfällt, dann bleibt die Lösung identisch. Also wirklich jeder Schritt, den wir hier oben ausgerechnet haben, könnt ihr genau 1 zu 1 so nochmal hinschreiben. Nur, dass im Endeffekt in der Endgleichung das V0 zu 0 gesetzt wird. Das vereinfacht uns im Endeffekt die Lösung. Und zwar in dem Sinne, dass wir jetzt eben hinschreiben können, U-Strich-Strich von x. Plus das zweite bleibt gleich, also wir haben auch hier wieder die zwei Ableitungen, U' von x mal 2jk und jetzt eben minus und dann eben k Quadrat plus 2m durch h quer Quadrat von v0 minus w mal u von x ist gleich 0. Und wie ich gesagt habe, jetzt in dem zweiten Teil, wo alles analog funktioniert, ist das Einzige, was anders ist, ist, dass das V0 eben 0 ist. Also das fällt im Endeffekt weg, wodurch wir im Endeffekt dann die Gleichung rauskriegen. U' von x plus 2jk U' von x. Und dann wird jetzt eben, muss man auch hier beachten, das Minus bleibt ja hier vorne stehen, aber hier dieses Minus greift auf die gesamte Gleichung zu und wenn dieses Minus auf die gesamte Gleichung zugreift, entsteht da also ein Minus k Quadrat minus 2m durch h quer Quadrat mal w multipliziert mit u von x und das ist gleich 0. Und auch hier können wir jetzt wieder uns der Aufgabenstellung bemühen. In der Aufgabenstellung wurde gesagt, dass eben Kappa 1 definiert sein soll als die Wurzel aus 2m durch h quer Quadrat mal w. Auch das können wir wieder ersetzen, weil wir haben hier 2m durch h quer Quadrat mal w. Also hier steht im Endeffekt Kappa. Und dadurch können wir dann jetzt im nächsten Teil eben aufschreiben, die verkürzte Version U' von x plus 2jk mal U' von x minus k Quadrat minus Kappa 1 zum Quadrat. Und dann multipliziert mit u von x. Und das Ganze soll 0 sein. Also kann ich jetzt im Endeffekt sagen, zusammengefasst ergibt sich im Bereich 1 einmal U' von x ist gleich, Entschuldigung, U' von x plus 2jk U' von x minus k Quadrat plus Kappa 2 zum Quadrat ist gleich 0 und im Bereich 2 U' von x plus 2jk U' von x minus k Quadrat minus Kappa 1 zum Quadrat ist gleich 0. Das heißt, der einzige Unterschied, der tatsächlich hier in diesen beiden Gleichungen zwischen den Potentialen existiert, ist, dass hier einmal ein Minus ist und hier einmal ein Plus und natürlich das Kappa 2 und das Kappa 1 unterschiedliche Konstanten sind. Wir nehmen sie jetzt hier aber tatsächlich als Konstanten an, weil unsere Variable, die wir jetzt gerade ja betrachten, ist das u von x, also das x ist unsere Variable. Ich sehe gerade noch, hier habe ich den Term nicht vorhin geschrieben, also das natürlich noch multipliziert mit u von x, sonst würde das Ganze nicht so ganz aufgehen. Und wir sehen also die Differentialgleichung, wenn wir diesen Term hier als konstant ansehen und diesen Term hier als konstant ansehen, ist identisch. Ja, weil die Differentialgleichung besagt ja im Endeffekt zweite Ableitung, erste Ableitung, keine Ableitung, vor der zweiten Ableitung keine Konstante, hier eine Konstante davor und hier eine Konstante davor. Ups. Bedeutet im Endeffekt, wenn wir eine dieser Differentialgleichungen lösen und eine Lösung dafür finden, haben wir die Lösung für beide Differentialgleichungen, nur dass wir eben die Konstante einmal dieses k Quadrat plus Kappa 2 Quadrat oder k Quadrat minus Kappa 1 Quadrat einsetzen müssten. Okay, also die nächste Aufgabe kann man sich jetzt schon vorstellen: Finde für die beiden Gebiete Lösungsansätze für die Differentialgleichung.
Okay, also im Endeffekt Lösen der Differentialgleichung und da wir eben schon erwähnt, eine homogene Differentialgleichung in beiden Fällen haben. Ja, homogen ja bedeutet ja im Endeffekt, dass hier hinten nicht noch plus irgendeine Konstante ist, sondern tatsächlich das Ganze nur von den Ableitungen abhängt und vor den Ableitungen tatsächlich auch keine Funktionen mehr stehen, die von x existent oder abhängig sind. Sind das die einfachsten Arten der Differentialgleichung? In dem Fall tatsächlich homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung, weil wir im Endeffekt bis zur zweiten Ableitung gehen. Und wir haben hier konstante Koeffizienten. Ich denke, da sollte es bei jedem im Kopf klingeln, der schon mal das Grundlagenstudium in irgendeinem technischen Fach absolviert hat und ja, Differentialgleichungen und Differentialgleichungssysteme Vorlesungen gehört hat. Wenn man einen homogenen Differentialgleichungsverlauf hat mit konstanten Koeffizienten, dann verwendet man eigentlich immer den gleichen Ansatz, nämlich das Bestimmen des charakteristischen Polynoms. Sprich, man setzt im Endeffekt für die Funktion, die eben in der Differentialgleichung ist, den Ansatz a mal e hoch lambda mal die Variable, also in dem Fall x, ein. Und in der Differentialgleichung folgt dann im Endeffekt, dass jede Ableitung, die in dieser Differentialgleichung existiert, eben durch lambda ersetzt wird. Macht ja auch Sinn, weil wir eben mit jeder Ableitung einmal das lambda herunterbekommen. Wir haben eine homogene Differentialgleichung, also können wir die Gesamtfunktion am Ende ja im Endeffekt überall wegteilen von jedem Term. Nur das lambda, was eben runter und vorgekommen ist, bleibt dann bestehen. Sprich, wir ersetzen jede Ableitung im Endeffekt zu einem, ja, der Funktion existenten Term multipliziert mit dem Lambda davor. Also die u von x bleibt u von x, u' von x wird im Endeffekt Lambda hier runtergezogen und dann u von x damit multipliziert. U' von x wird Lambda Quadrat mal u von x. Ich denke, noch tiefer werde ich jetzt nicht in die Mathe eingehen müssen, Mathematik dahinter eingehen müssen, um das Ganze zu lösen. Ich hoffe, dass Differentialgleichungen bekannt sind oder gehe jetzt mal davon aus, dass das eben bekannt ist. Was also folgt, ui, das sieht nicht schön aus, Gebiet Nummer 1, na, da fehlt was, hier, Gebiet Nummer 1, da haben wir im Endeffekt ja die Differentialgleichung u' von x plus 2jk u' von x und dann eben minus k Quadrat plus Kappa 2 zum Quadrat mal u von x und das Ganze sollen wir eben zu 0 setzen. Dann erfolgt nach unserem Lösungsansatz, den wir hier oben aufgeschrieben haben, ja, jede Ableitung wird durch ein Lambda ersetzt. Also im Endeffekt auch hier folgt, dass wir, ja, ich kann es auch eigentlich drunter schreiben, ein Lambda Quadrat mal u von x haben plus 2jk mal Lambda mal u von x minus k Quadrat plus Kappa 2 zum Quadrat multipliziert mit u von x und das ist gleich 0. Und wie dann eben schon versprochen, man könnte auch direkt nur die Lambdas einsetzen. Hier das u von x, hier das u von x und hier das u von x kann man natürlich rauskürzen für die Voraussetzung, dass u von x nicht 0 ist, weil sonst würde ich ja durch 0 teilen. Und dann kann man eben sagen, dass wir hier im Endeffekt eine, ja, nichts anderes als eine quadratische Gleichung haben. Ja, wir haben Lambda Quadrat, dann irgendeinen Vorfaktor multipliziert mit Lambda und dann eben eine Konstante. Und das ist im Endeffekt, wenn wir jetzt unsere Werte suchen, also im Endeffekt unser Lambda 1, Lambda 2, die Eigenwerte suchen, eine Lösung einer quadratischen Gleichung. Da kennt, denke ich, jeder seinen Ansatz für. Ich verwende da immer gerne die PQ-Formel für. Also im Endeffekt für x² plus ein Vorfaktor px plus eben eine Konstante q gleich 0. Folgt ja dann, dass x1,2 nichts anderes ist als p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Das nur mal als Side-Fact hier mit aufgeschrieben. Ich denke, das ist klar. Was jetzt bei uns eben hier der Fall ist, das ist die erste Konstante, das ist also unser p. Und die zweite Konstante ist hier der Teil, das ist unser q. Dran denken unbedingt in der Standardform, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, steht hier ein Plus. Sprich, in unserem, wo hier ein Minus steht, muss man das Minus tatsächlich mit in die Konstante ziehen. Also unsere Konstante q ist wirklich minus k Quadrat plus k2 Quadrat und nicht k Quadrat plus Kappa 2 Quadrat. Gut, wenn wir das Ganze also aufschreiben, dann kommt daraus, Lambda 1,2 ist nichts anderes als eben p halbe, das heißt 2jk halbe, das ist einfach nur jk und dann eben plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat, das heißt jk zum Quadrat minus q, das heißt minus und dann minus unser k2 plus Kappa 2 zum Quadrat
Da fällt dann auf jeden Fall schon einiges weg, weil wir im Endeffekt sehen, das Ganze ist nichts anderes als jk plus minus die Wurzel aus und dann eben k Quadrat plus Kappa 2 zum Quadrat, das ist dieser Term, der wird ja mit Minus, der wird ja mit d minus und d minus positiv gesetzt. Jk Quadrat ist im Endeffekt minus k Quadrat. Und dann sehen wir schon, okay, das Ganze ergibt also Lambda 1,2 ist nichts anderes als jk plus minus und dann eben k Quadrat minus k Quadrat ergibt also im Endeffekt nur noch den Term, der da in der Mitte steht. Kappa 2 zum Quadrat, daraus die Wurzel, ist im Endeffekt nichts anderes als unser Kappa 2. Und dann kann man also im Endeffekt hier aufschreiben, beziehungsweise vielleicht soll ich das erwähnen, dass hier ist natürlich ein Betrag von einem Kappa 2, da unser Kappa 2 aber immer 0, größer 0 sein muss und nicht kleiner 0 wird. Einfach aus physikalischem Sinne kann man auch einfach nur Kappa 2 hinschreiben, man muss nicht Betrag hinschreiben. Jedenfalls, wenn man das Ganze aufgeschrieben hat, wissen wir also, das charakteristische oder der Eigenwert des charakteristischen Polynoms Nummer 1 ist also im Endeffekt Kappa 2 plus jk und der Eigenwert Nummer 2 ist im Endeffekt Kappa 2 minus jk. Ja, und damit haben wir im Endeffekt jetzt die Lösung berechnet. Also im Endeffekt können wir aufschreiben, somit gilt u von x ist nichts anderes als a mal e hoch jk1, jetzt bin ich schon in der Wellenfunktion, a mal e hoch lambda 1 mal x plus eben irgendeine Konstante b mal e hoch lambda 2 mal x. Und das ist ja dann nichts anderes als u von x ist gleich a mal e hoch und dann lambda 1 ist kappa 2 plus jk mal x plus b mal e hoch kappa 2 minus jk mal x. Und das sind tatsächlich auch wieder irgendwelche oszillierenden Funktionen. Ja, also wir haben hier einen abklingenden Teil kappa 2 und einen oszillierenden Teil, weil da ja im Endeffekt eine komplexe Funktion oder komplexe E-Funktion existiert. Also dementsprechend auch eine komplexe Lösung, die da rauskommt, eine komplexe Schwingung, die da rauskommt, mit einem Dämpfungsanteil. Schreibt man hier noch dazu mit k und kappa 2 Konst. Ja, also wir haben hier tatsächlich zwei Konstanten vorliegen, die in dieser Lösung existieren. Aber ja, was wir im Endeffekt haben, die Unbekannten der Amplituden, die interessieren uns hier jetzt an der Stelle nicht, aber wir haben tatsächlich unsere Funktion u von x aufgestellt und dementsprechend wissen wir jetzt auch, was die Lösung unserer Wellenfunktion innerhalb dieses potenzialbehafteten Teils ist. Also quasi, wir wissen jetzt hier oben innerhalb dieses Bereichs, was ist die Wellengleichung, nämlich diese komplexe Funktion, die wir gerade aufgestellt haben, multipliziert mit der ebenen Welle. Also im Endeffekt hier dieser Teil ist die Lösung in dem potenzialbehafteten Gebiet. Gut, das Gleiche können wir auch genauso einfach in Gebiet 2 aufstellen. Also das kann ich auch hier mal hinschreiben. Gebiet Nummer 2 funktioniert tatsächlich auch wie der Ansatz. Der Ansatz funktioniert tatsächlich auch wieder identisch. Also wir haben wieder u' von x plus 2jk u' von x. Und dann eben minus k² minus k1 zum Quadrat mal u von x. Und das Ganze ist gleich 0. Und da kann man jetzt wirklich sagen, vollständig analoges Vorgehen. Wie in Bereich 1. Und hierdurch kommt dann natürlich raus, dass die Lösung auch identisch ist. Also wir werden, könnt ihr gerne einmal durchrechnen, wieder das gleiche als Fall haben, nur dass jetzt eben als q nicht mehr minus k² plus k2 steht, sondern eben k² minus k1 zum Quadrat da als Konstante reinkommt, also das haben wir auch hier oben einmal aufgestellt in dem Bereich, also einmal haben wir jetzt diese Konstante und einmal diese Konstante und wir hatten gerade damit gerechnet, dass das die Konstante ist, jetzt müssen wir eben damit rechnen, dass alles identisch bleibt, nur das die Konstante ist und das in unserer Lösung berücksichtigen, was im Endeffekt dazu führt, dass unser Lambda 3, ich nenne es jetzt mal nicht Lambda 1 und Lambda 2, weil sonst haben wir ja wieder identische Namen gegeben. Lambda 3 ist Kappa 1 minus JK und Lambda 4 ist gleich Kappa 1 plus
plus JK. Ja, ich habe es jetzt auch extra bewusst umbenannt, also dass der hintere Kappa 1 plus JK ist. Hier war ja Kappa 2 plus JK das erste Lambda. Ich habe es extra umbenannt, dass quasi jetzt das Plus im hinteren auftaucht, weil wir quasi diesen Vorzeichendreher im Vergleich zur vorherigen Konstante haben. Also wenn wir analog vorgehen, ist unser erstes Lambda das mit einem Minus und das zweite das mit einem Plus. Macht für die finale Lösung aber keinen Unterschied. Also ich hätte die auch andersrum benennen können. Ich habe es jetzt nur so hingeschrieben, falls ihr es nachrechnen wollt, werdet ihr rauskriegen, dass Lambda 3, was das entsprechende Lambda 1 in dem vorherigen Schritt war, eben mit einem Minus behaftet ist und Lambda 4 eben mit einem Plus behaftet ist. Genau, und da können wir jetzt auch wieder unsere Lösung aufschreiben. U von x ist also wiederum nichts anderes, ist c mal e hoch und Lambda 3, das ist in dem Fall Kappa 1 minus jk mal x plus d mal e hoch Kappa 1 plus jk mal x. Und auch hier gilt wieder mit c, d konstant. Beziehungsweise hier oben kann ich das eigentlich auch hinzuschreiben mit a, b konstant. Ja, hier, das gilt natürlich auch wieder. Also auch hier sind k und kappa Konstanten. Wie gesagt, nur in der Gleichung angesehen. Unsere Variable ist das x. Tatsächlich sind kappa 1 und k natürlich abhängig von der Energie w, das nur als Randinformation und natürlich auch von der Masse abhängig, in dieser Gleichung jetzt gerade als konstant angesehen. Was wir allerdings aufschreiben, wie gesagt, und wichtig ist, diese Vorfaktoren a, b, d und c, die wir eben haben, das sind tatsächlich Konstanten, die eben jetzt als noch Unbekannte in der Lösung vorliegen. Das sind quasi die Amplituden dieses Terms, dieses Vorfaktors von der Wellenfunktion mit dem Bloch-Ansatz, die uns unbekannt sind. Sprich, wir haben die vollständige Lösung jetzt aufgeschrieben für unsere Wellen, die eben sich innerhalb hier diesem Bereich und hier diesem Bereich ausbilden. Das Einzige, was uns noch unbekannt ist, ist quasi die Amplituden A und B bzw. C und D in diesen Bereichen, mit denen diese Wellen eben bzw. dieser Bloch-Vorfaktor belastet sind. Und das kann man tatsächlich auch noch rausfinden. Das ist jetzt Schritt der nächsten Aufgabe, wie wir gleich sehen werden, indem wir uns diese Zone und hier diese Zone anschauen, weil da müssen wieder Randbedingungen gelten und diese Rand- und Nebenbedingungen, die da gelten müssen, die geben uns die Lösung tatsächlich auch noch für die konstanten Vorfaktoren. Und so können wir tatsächlich in einem unendlichen Potenzial, Gebilde, das eben sich dauerhaft wiederholt, über diesen Bloch-Ansatz tatsächlich auch Lösungen finden für diese Gleichung. Also beziehungsweise für die Ausbreitung der Wellen in diesem Feld. Genau, also im Endeffekt jetzt die Aufgabe, wir stellen die Gleichung zur Bestimmung der in der letzten Aufgabe gefundenen Lösung auftretenden Konstanten mit Hilfe der Stetigkeitsbedingungen und der Periodizität der Blochfunktionen auf. Stetigkeitsbedingungen bedeutet natürlich, an Übergängen von Gebiet 1 zu Gebiet 2 muss die Funktion gleich sein, sowie auch stetig differenzierbar, also die erste Ableitung gleich sein. Und die Periodizität besagt im Endeffekt, dass nicht nur zwischen Gebiet 1 und 2 hier die Regel gelten muss, sondern tatsächlich auch zwischen hier dieser Zone und zwischen hier dieser Zone, weil natürlich hier und hier sich das Ganze wiederholt. Ja, also hier würde ja jetzt im Endeffekt das nächste wieder anschließen. Das heißt, hier muss auch die gleiche Gleichung gelten wie hier oder die gleiche Bedingung gelten wie hier, weil ja eine Periodizität in dem ganzen System vorliegt. Genau, die unbekannten Konstanten, die wir eben finden sollen, sind natürlich, wie eben erwähnt, diese Vorfaktoren A, B, C, D. Und die Rand- und Nebenbedingungen lassen sich auch wieder in 4 aufteilen. Wir wissen, also wenn ich das Ganze nochmal kurz aufmale, wir haben hier Gebiet 1 und hier Gebiet 2. Und wir wissen 0, jetzt kann ich auch nochmal, nicht 0, sondern minus C ist hier an der Stelle, 0 ist hier an der Stelle und B ist hier an der Stelle, bevor es dann wieder hochgeht. Wir wissen im Endeffekt, dass um eben eine Stetigkeit zu haben, wir eben an der Stelle 0, also hier die Funktion aus dem ersten Gebiet haben müssen, wie die Funktion aus dem zweiten Gebiet. Und wir wissen auch noch, dass die Ableitung für eine stetige Differenzierbarkeit an der Stelle eben gleich sein muss. Also die erste Ableitung muss identisch sein. Und dann wissen wir, das Ganze wegen der Periodizität muss auch bei minus c und b gelten. Das heißt, U1 an der Stelle von minus C muss gleich sein, U1 an der Stelle B. Und als vierte Bedingung und letzte Bedingung die Ableitung natürlich auch. U'1 an der Stelle minus C muss gleich sein, U'1 an der Stelle B.
Und damit haben wir jetzt vier Gleichungen und vier Unbekannte, also im Endeffekt ein klar definiertes Gleichungssystem, dessen Lösung wir finden können. Wir können die Gleichung auch einmal aufschreiben, so wie es gegeben war. Wenn wir unsere Funktion u1 an der Stelle 0 einsetzen sollen, dann kommt ja im Endeffekt, wenn wir uns hier die Gleichung angucken, also wenn wir für das x hier Nullen einsetzen, fallen die e-Funktionen natürlich immer weg. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig als a plus b gleich c plus d. Das ist schon mal unsere erste Gleichung, die wir haben. An der zweiten Stelle sollen wir ableiten und noch eine 0 einsetzen in die e-Funktion. Gut, leiten wir die e-Funktion hier ab, dann kommt also der Vorterm einmal runter. Setzen wir 0 ein, fällt wieder die e-Funktion weg. Sprich, die gleiche Gleichung, die wir gerade hatten, nur mit den Vorfaktoren runtergezogen. Kappa 2 minus jk mal a. Und dann eben der zweite Term runtergezogen. Da ist ja ein Minus drin, also Kappa 2 plus jk mal b. Und dann das Ganze ist im Endeffekt auf der rechten Seite wieder existent identisch. Ups, da kommt ein Kappa 1 minus k mal c minus j Kappa 1 plus k mal d runter. Gut, das heißt, den Teil haben wir jetzt erfüllt. Im nächsten Teil wird es ein bisschen blöder, weil da gehen wir jetzt eben nicht mehr von der Stelle 0 aus. Das heißt, die e-Funktionen verschwinden nicht mehr, sondern wir vergleichen jetzt an der Stelle minus c und an der Stelle b. Wenn wir die Stelle minus c und die Stelle b vergleichen wollen, müssen wir tatsächlich in diese e-Funktion wie hier und in diese e-Funktion wie hier auch einmal das Ganze mit minus c und mit b einsetzen. Das heißt, wenn wir das Ganze aufschreiben, kommt daraus a mal e hoch minus Kappa 2 minus jk mal c plus b mal e hoch Kappa 2 plus jk mal c. Und dann das Ganze ist c multipliziert mit e hoch j Kappa 1 minus k mal b plus d mal e hoch minus j Kappa 1 plus k mal b. Ja, es ist im Endeffekt nichts anderes als diese Gleichung abgeschrieben und diese Gleichung abgeschrieben, nur einmal mit minus c und einmal mit b eingesetzt. Und jetzt noch blöder, das Ganze auch noch abgeleitet, das heißt in jedem nochmal dieser Vorfaktor, der hier drinnen steckt, runtergezogen, dieser Vorfaktor hier ebenfalls runtergezogen. Weil wir es ja quasi einmal ableiten und dann erst den Wert c und b, also beziehungsweise minus c und b einsetzen. Und dann kommt ein sehr langer Teil raus, da muss ich jetzt ein bisschen kleiner schreiben. Kappa 2 minus jk multipliziert mit dem Vorfaktor a, multipliziert mit der e-Funktion e hoch minus Kappa 2 minus jk mal c. Und dann eben minus unser Kappa 2 plus jk multipliziert mit b, multipliziert mit e hoch Kappa 2 plus jk mal c. Und das Ganze eben rechtzeitig wieder mit der Ableitung, also j Kappa 1 minus k multipliziert mit c, multipliziert mit der e-Funktion e hoch j Kappa 1 minus k mal b und dann eben hier minus j und dann eben Kappa 1 plus k multipliziert mit d multipliziert mit e der Funktion, die wir eben schon hatten, e hoch minus j. Kappa 1 plus k mal b. Okay, das heißt, hier haben wir im Endeffekt jetzt die Funktion einmal eingetragen. Das Einzige, was ich gerade sehe, tatsächlich hier habe ich immer das j vorgeschrieben. Moment, fällt mir gerade ein. Da muss ich im Endeffekt natürlich darauf achten, dass das J sich nicht immer auf die Gesamtfunktion bezieht. Also wir sehen das hier. Da kommt im Endeffekt Kappa 1 minus JK rein, multipliziert mit B und das gleiche auch hier. Da entschuldige ich mich für, da kommt natürlich ein J an der Stelle rein und auch hier. Da habe ich es richtig geschrieben, das J nur vor das K, an der Stelle das J nur vor das K, an dieser Stelle das J nur vor das K und nicht vor das Kappa. Und an der Stelle das J auch nur vor das K und nicht vor das Kappa. Und selbiges gilt natürlich auch im unteren Bereich. Da habe ich es hier
schon falsch aufgeschrieben. Entschuldigt das in bitte an der Stelle. Also hier kommt ein minus jk und hier ein minus jk oder ein plus jk. Genau, und dann das gleiche auch bei dem Faktor hier unten. Da stimmt es, vor dem k nur das j, vor dem k nur das j. Auch hier natürlich vor dem k nur das j. Und auch hier natürlich vor dem k nur das j. Da habe ich bei dem ersten Teil was falsch aufgeschrieben. Also sobald man natürlich in der E-Funktion das j falsch hinschreibt, dann kommt das beim Ableiten auch falsch runter. Also das mal als Information, das j steht natürlich immer nur vor dem k, nie vor dem kappa. Das bitte ich Ihnen zu entschuldigen, das war ein Klammerfehler. Genau, jetzt müssten die Gleichungen aber stimmen, wie ich sie hier hingeschrieben habe. Also erstens, zweitens, drittens und viertens. Und in den vier Gleichungen sieht man jetzt einen Wirrwarr von Konstanten. Wir suchen ja im Endeffekt a, b, c und d. Und dieses a, b, c und d taucht in jeder dieser vier Gleichungen, die wir jetzt hier aufgeschrieben haben, einmal auf. Und wir haben vier Gleichungen, vier Unbekannte. Dieses könnte man also im Endeffekt lösen. Das Gute ist an der Aufgabe, wir sollen nur das Gleichungssystem aufstellen zu bestimmen und nicht die Auflösung dieser Gleichung machen. Die Auflösung dieser Gleichung ist tatsächlich deutlich komplizierter als, wobei man wahrscheinlich auch von Anfang an, jetzt wenn man das Ganze anschaut, denkt, das ist ganz schön kompliziert, aber das Gleichungssystem hier zu lösen, wäre tatsächlich händisch nicht mehr so einfach. Weshalb die nächste Aufgabe uns jetzt im Endeffekt einen Tipp gibt, mit dem wir weiterrechnen können. Trotzdem, wenn man es ganz genau nehmen würde, müsste man jetzt tatsächlich nach A, B, C und D auflösen. Das könnte ein Computer tun, zum Beispiel für uns, damit man sich die Rechenarbeit erspart. Und wenn man das Ganze dann berechnet hätte, dann hätte man auch die tatsächliche Funktion, mit der sich eben die ganze Welle innerhalb dieses Kristalls eben ausbreitet. Und da würde man dann auch auf Leitungs- und Valenzband kommen, was im Endeffekt ja der Grund des Videos ist, zu verstehen, wo das herkommt. Wir machen das jetzt aber über einen anderen Ansatz, der eben uns gegeben ist in der Aufgabenstellung. Nämlich dort steht, erstens bis viertens, also die Gleichung, die wir gerade aufgestellt haben, aus der vorherigen Aufgabe stellen ein Gleichungssystem dar. Klar, vier Gleichungen, vier Unbekannte. Ne? Und dieses Gleichungssystem hat vier Gleichungen mit vier Unbekannten. Fasst man dieses Gleichungssystem in eine Matrix-Schreibweise zusammen, ja, das kann man ja auch immer, also A, B, C und D im Endeffekt als Unbekannte in dem Vektor ergeben irgendeine Lösung und die Matrix multipliziert mit diesen Zahlen ergibt dann im Endeffekt diesen Lösungsvektor. Und das wäre also die Schreibweise in einem Gleichungssystem aller Matrix-Schreibweise. Und wenn wir das Ganze so aufschreiben würden, wir tun das jetzt nicht, aber würden wir das Ganze tun, dann müsste auch hier wieder gelten, das gesamte Gleichungssystem, was man hier hat, ist nur dann lösbar, wenn die Determinante dieser Matrix, die wir eben hier haben, falls die Determinante dieser Matrix verschwindet. Also das als Information. Ich hoffe, dass das auch aus der höheren Mathematik bekannt ist, aber wenn nicht, im Endeffekt hängt das mit der Invertierbarkeit eines solchen Gleichungssystems zusammen, aber ein Gleichungssystem mit vier Unbekannten und vier Gleichungen ist nur dann eindeutig zu lösen, wenn eben die Determinante der Matrix, aus der dieses Gleichungssystem besteht, verschwindet. Das heißt, wir wissen schon, wenn wir wollen, dass dieses Gleichungssystem lösbar ist, dann müssen wir hoffen, beziehungsweise muss auch gleichzeitig gelten, dass die Determinante von dieser Matrix gleich 0 ist. Diese Matrix stellen wir jetzt auch nicht auf, weil wir sehen auch hier, das ist nicht so einfach möglich, weil diese Vorfaktoren a, b, c und d eben auch im Exponenten tatsächlich drinne vorkommen von der E-Funktion. Also wir können das gar nicht so einfach aufstellen, wie es jetzt hier genannt ist. Wir wissen aber, dass dieser Fakt gilt und diesen Fakt hier in der Aufgabenstellung zu nennen, hat einen bestimmten Grund, nämlich in der folgenden Aufgabenstellung steht jetzt eben, dass irgendein sehr netter Mensch sich die Mühe gemacht hat, und diese Matrix mal aufzustellen und gleichzeitig uns auch noch so nett war und die Determinante gegeben hat, die eben rauskäme, wenn wir dieses Gleichungssystem in der Matrix-Schreibweise aufstellen und die Determinante davon bilden. Ich denke, die Determinante eines 4x4-Matrix-Systems zu bilden ist, sollte bekannt sein aus Mathematikvorlesungen, das ist nicht so schwierig, und jemand hat eben diese Determinante mal ausgerechnet, die ist eben dieses Groß-Delta hier, und die ist eben gleich J8 mal Kappa 1 mal Kappa 2 mal E hoch JK multipliziert mit dem Cosinus von K mal A minus Kappa 2 minus Kappa 1 Quadrat geteilt durch 2 Kappa 1 Kappa 2 multipliziert mit Sinus Hyperbolicus Kappa 2 mal C multipliziert mit Sinus
Kappa 1 mal b und das Ganze abgezogen mit dem Cosinus Hyperbolicus von Kappa 2 mal c multipliziert mit dem Cosinus von Kappa 1 mal b. Davon sollen wir uns jetzt nicht erschlagen lassen, sondern das ist einfach tatsächlich das, was hier rauskommt, wenn man diese Determinante bildet. Das soll hier gegeben sein. Und wir müssen das auch gar nicht können. Wie gesagt, das ist ja in der Aufgabenstellung gegeben. Es soll uns nur einfach jetzt ermöglichen, tatsächlich bis zum Endergebnis dieses Blochansatzes zu kommen mit händischen Rechenmöglichkeiten, indem wir jetzt eben überspringen, was man händisch nicht so einfach lösen kann. Und ja, die Gleichung, die uns hier gegeben ist, ist im Endeffekt der Zwischenschritt von, wie komme ich aus diesem extrem komplexen Gleichungssystem auf eine einfachere, auch wenn sie jetzt nicht einfacher aussieht, Formel, die hier runtergebrochen ist. Genau. Okay. Und dann soll jetzt gegeben sein, oder die Aufgabenstellung soll jetzt eben sein, werte die Bedingung aus, dass diese Determinante eben 0 sein muss, indem du nach k auflöst. Das heißt, wir wollen im Endeffekt jetzt als Unbekannte unseren Wellenvektor k haben. Wir nähern uns jetzt also wirklich diesem Banddiagramm. Wir haben jetzt quasi alle Lösungen gegeben. Wir wissen auch a, b, c und d im Endeffekt sind gelöst. Und wenn wir diese Lösung aufgestellt haben, nach a, b, c und d und die Matrix dazu gehören, hörig finden, dann kommen wir eben nur noch auf diese Gleichung hier, also a, b, c und d sind da schon eingesetzt, die Unbekannten in Abhängigkeit von unserem Wellenvektor k und unseren Konstanten Kappa 1 und Kappa 2, die ja wiederum auch von der Energie abhängen. Und wir sollen jetzt im Endeffekt diese Gleichung, die hier gegeben ist, ja, lösen, beziehungsweise die sollen wir ja 0 setzen, damit wir eben wissen, die Determinante, wenn sie 0 ist, dann gibt es eine eindeutige Lösung, was ja hier eben der Fall sein soll. Und genau, wenn wir das Ganze eben zu 0 setzen, sollen wir es umformen nach k, einfach aus dem Grund, uns interessiert ja im Endeffekt die Abhängigkeit von der Energie und dem Wellenvektor k am Ende, weil das im Endeffekt ja auch das ist, was man in diesen klassischen Banddiagrammen aufträgt. Ja, also da haben wir einen Wellenvektor über eine Energie zum Beispiel aufgetragen und kriegen dadurch eben unsere ja, Bänder bzw. Banddiagramme dargestellt. Also hier in der Aufgabenstellung werte nun die Bedingung aus, dass diese Determinante 0 sein muss, indem du nach k auflöst und für Kappa 1 und Kappa 2 die ursprünglichen ja, Werte wieder einsetzt, die wir kannten. Wie gesagt, uns interessiert jetzt die Abhängigkeit von der Energie. Das heißt, die Werte, die wir schon kannten, jetzt einmal einsetzen und dann kriegen wir unser Ergebnis hoffentlich raus. Hier steht auch, am Ende sollte eine Gleichung dieser Form rauskommen, werden wir ja gleich sehen, ob das tatsächlich der Fall ist. Diese Gleichung soll also k gleich 1 durch a mal a cos l in Abhängigkeit von w durch v 0 sein, wobei l eben irgendeine Funktion darstellt. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir stellen uns jetzt erstmal das vor, was wir im Endeffekt machen sollten, nämlich die Determinante 0 setzen. Damit ich mir ein bisschen Schreibarbeit spare, habe ich diesen Schritt schon mal hier copy and pasted. Also Determinante soll gleich 0 sein und die Determinante ist diese riesengroße Gleichung. Okay, und wenn wir das Ganze 0 setzen, dann können wir erstmal alle Konstanten rausschmeißen. J, 8, Kappa 1, Kappa 2, E hoch J, K sind alles Terme, die nicht zu 0 werden. Also können wir quasi durch diese teilen und die verschwinden in der 0 auf der linken Seite. Und was dann übrig bleibt, ist nur der rechte Term. Auch da mache ich mir jetzt mal einfach Arbeit nicht und dupliziere den Term und sage, okay, dieser Term soll jetzt also zu 0 gesetzt werden. Wenn der Term zu 0 gesetzt werden soll, kann ich auch die eckigen Klammern hier natürlich wegmachen. Sehen wir schon, da sind einige Terme drin, die zu 0 gesetzt werden sollen. Wir haben aber laut Aufgabenstellung auch bekommen oder rausbekommen, wir sollen das Ganze umformen nach unserem Wellenvektor k und der taucht tatsächlich in der Gleichung nur ein einziges Mal auf. Das heißt, wir können auch hier unser Leben ein bisschen einfacher machen, indem wir Cosinus von k mal a rüberziehen als diese Gleichung. Also im Endeffekt, das hier bleibt auf dieser Seite und alle anderen Terme ziehen wir hier rüber durch Addition. Das heißt, wir kriegen im Endeffekt diese ganzen Terme, die wir hier haben, auf die rechte Seite rüber. Nur, dass wir eben aus dem Minus, weil wir es hier rüber addieren, jetzt ein Plus machen. Das muss uns bekannt sein. Und wenn wir jetzt wird es ein bisschen ekliger, noch einsetzen, wie in der Aufgabenstellung gefordert, dass Kappa 1 und das Kappa 2, die sind ja gegeben hier oben, Kappa 1 und Kappa 2. Dann kommt eine sehr lange Gleichung raus, die schreibe ich jetzt einmal auf, aber davon bitte nicht erschrecken lassen. Aber was dann rauskommt, ist im Endeffekt, muss ich sehr klein schreiben, das Cosinus von k mal a ist im Endeffekt nichts anderes als 1 minus 2 w durch v0 dividiert durch 2 mal die Wurzel aus
W durch V0 minus W durch V0 zum Quadrat. Das ist im Endeffekt eingesetzt von Kappa 2 Quadrat minus Kappa 1 Quadrat geteilt durch 2 Kappa 1 Kappa 2. Das ergibt diesen Term, da kürzt sich sehr viel weg. Also wir sehen schon, diese ganzen H quer Quadrat, M, V0, das kürzt sich größtenteils weg. Dann kommt der Sinus-Hyperbolicus-Term. Ja, schreiben wir es ein bisschen kleiner, weil ich viel Platz dafür brauche. Sinus-Hyperbolicus-Term, da setzen wir das ein, das Kappa 2mv0 geteilt durch h quer Quadrat und dann eben mal 1 minus w durch v0. So, und das multipliziert mit der Konstanten c. Das Ganze mit einem Sinus multipliziert, wieder mit einem Kappa drinne, also Wurzel 2mv0 geteilt durch h quer Quadrat. W durch v0 multipliziert mit b. Dann das Ganze addiert mit diesen Cosinus-Hyperbolicus-Funktionen. Das ist im Endeffekt 2mv0 durch h quer Quadrat und dann 1 minus w durch v0 multipliziert mit b. Entschuldigung, das Ganze wird multipliziert mit einem c, wie wir hier sehen. Das heißt, da muss ich im Endeffekt jetzt ein c einsetzen und dann noch multipliziert mit einem Cosinus von einem Kappa-1-Term, also wieder 2mv0 durch h quer Quadrat multipliziert mit w durch v0 und das jetzt multipliziert mit b und nicht c. Und dann haben wir im Endeffekt unsere riesig lange Gleichung einmal aufgeschrieben. Und wir sehen schon, das ist ganz schön komplex, was wir hier haben, aber diese riesengroße Gleichung, da steckt nirgendwo mehr ein k drin und wir sollen ja umformen im Endeffekt nach k laut der Aufgabenstellung. Wir wollen ja den Wellenvektor in Abhängigkeit unserer Energie w bzw. unserer normierten Energie w durch v0 finden. Und wir sollen das Ganze aufschreiben in einer Art Funktion, Form ist gegeben, die eben ein a cos von l von w durch v0 ist, wobei l eben eine Funktion ist. Und wir sehen ja jetzt im Endeffekt, tatsächlich ist das hier einfach irgendeine Funktion L von W geteilt durch V0. Ja, die einzigen Variablen hier ist W durch V0, W durch V0, W durch V0. Und auch hier steht W durch V0 drinne, W durch V0 drinne, W und W durch V0 drinne. Und dementsprechend können wir das Ganze substituieren durch die Funktion L von W durch V0. Und wenn wir dann nach dem K hier umformen, kommt ja im Endeffekt nichts anderes raus als K ist gleich der Cosinus hoch minus 1. Von L von W durch V0 multipliziert mit, ich teile hier durch A, also multipliziert mit 1 durch A. Und das können wir auch nochmal auf die linke Seite schreiben, dann ist es sogar so wie der Aufgabenstellung gefordert. Also 1 durch A multipliziert mit Cosinus hoch minus 1 von irgendeiner Funktion L von W durch V0. Und das ist tatsächlich das, was wir hier ausrechnen sollten, dass K im Endeffekt diese Gleichung darstellt. Und das ist tatsächlich schon mal sehr spannend. Wir haben also hier ein ziemlich komisches Wirrwarr von Funktionen, das wir jetzt so analytisch im Kopf wahrscheinlich erstmal gar nicht begreifen. Das müssten wir uns plotten lassen, um das irgendwie verstehen zu können. Aber diese Funktion L von W durch V0 existiert. Sie ist abhängig tatsächlich nur von der Variable W, die geteilt oder normiert ist auf das Potential V0. Und diese ganze Funktion ist in der Cosinus hoch minus 1 und wird durch 1 durch A geteilt. Und das Ganze ist nichts anderes als die Funktion unserer Bänder, also im Endeffekt der Energiebänder, Leitungsband, Valenzband und so weiter. Das beschreibt also jetzt im Endeffekt die erlaubten Energiezustände zu einer Wellenzahl k, die eben existieren. Und da uns das jetzt nicht viel sagt und wie gesagt, wir uns das im Kopf nicht vorstellen können, ist die nächste letzte Aufgabe nochmal das Ganze zu plotten bzw. den Plot dazu anzuschauen. Da werde ich jetzt auch nichts mehr rechnen, sondern quasi argumentativ erklären, wie jetzt daraus die Bänder entstehen. Denn im Folgenden ist die Funktion L von W durch V0, also nur dieser innere Term mit dem Cosinus von minus 1, für ein Verhältnis der Länge C und B von C durch B gleich 0,1 und für die Konstanten 2mv0 mal B Quadrat durch 4h Quadrat gleich 36 aufgetragen. Durch diesen Teil, den wir hier festlegen, bestimmen wir im Endeffekt nur, wie hoch ist das Potenzial, also die Anziehungskraft der Atome, in diesem Gitter sein soll. Und durch diesen Term bestimmen wir halt einen gewissen Geometriefaktor. Das heißt,
Das ist einfach nur jetzt, um das Ganze plotten zu können, irgendwie ein paar Konstanten in die Funktion reinschmeißen, damit wir eben jetzt hier keinen Funktionsschar haben, sondern eine tatsächliche Funktion, davon nicht irritieren lassen, sondern wir plotten jetzt einfach tatsächlich mal diese Funktion für ein paar realistische, physikalisch auftretende Werte. Genau, und jetzt eben beachte, dass L über W von V0 aufgetragen ist in dem Plot. Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, dass die Funktion L über W von V0 aufgetragen ist und nicht W von V0 über L. Genau. Also, beziehungsweise, Entschuldigung, genau andersrum. Ich habe W von V0 über L aufgetragen und nicht L über W von V0. Einfach, weil das in der tatsächlichen Literatur häufig so gemacht wird. Man könnte es auch genau andersrum aufdrehen, also den Graphen um 90 Grad drehen. Hier jetzt einfach darauf achten, weil das in der Literatur so oft gemacht wird, aber ich auch hier eben W durch V0 über L aufgetragen. Genau, und jetzt visualisiere, das ist die Aufgabe, nun mit Hilfe des Ergebnisses aus der letzten Aufgabe die Bildung von Bändern. Bevor wir uns jetzt also den Plot anschauen, wir haben hier diesen Teil geplottet. Geplottet, also einfach mal wie eine XY-Funktion aufgezeichnet. Und wir sollen uns jetzt eben die Energien, die möglich sind bezüglich der verschiedenen Wellenvektoren und wie diese Ausspaltung zwischen Leitungsvalenzband zustande kommt und mit Bandlücken zustande kommt, einmal überlegen anhand der Gesamtfunktion, die wir hier sehen. Ja, was wir geplottet haben, ist ja nur L von W durch V0, aber nicht das Cosinus hoch minus 1. Und wenn wir uns die Funktion jetzt einmal anschauen, ich habe sie hier gezeichnet, dann sehen wir, W durch V0 ist hier aufgetragen, über und dann eben unserem L von W durch V0, also das ist im Endeffekt hier die X-Achse und die Y-Achse ist das W von V0. Wie gesagt, man könnte es auch einfach um 90 Grad drehen, dann hätte man wieder die Abhängigkeit andersrum über die Achsen aufgetragen. Aber was wir hier Entscheidendes sehen, ist diese Funktion L von W durch V0 oszilliert hier hin und her, klingt tatsächlich mit der Zeit auch ein bisschen ab. Und was am allerwichtigsten ist, die Funktion L von W durch V0 nimmt Werte an, die größer als minus 1 sind, hier an der Stelle und hier an der Stelle, sowie hier an der Stelle und irgendwann hier oben auch wieder hier an der Stelle. Und wenn wir uns jetzt aber anschauen, dass wir im Endeffekt gesagt haben, K ist 1 durch A multipliziert mit Cosinus hoch minus 1 von dieser Funktion W durch V0 und diese Funktion hier drinne nimmt Werte an, die eben größer als minus 1 und 1 sind. Wir dürfen aber eigentlich in dem Cosinus, weil der nur definiert ist für Werte von minus 1 bis 1, eben nur Werte in diesem Bereich annehmen, um eben diese Gleichung hier lösen zu können, ermitteln wir im Endeffekt, dass wir nicht erlaubte Zustände haben, nämlich genau in dem Bereich minus 1 und 1. Wenn wir die überschreiten, dann existieren hier linksseitig und hier rechtsseitig gewisse Energiebereiche, ja, gewisse Energien, in denen tatsächlich die Funktion erlaubterweise nicht auftreten darf. Also wir haben im Endeffekt hier und hier einen Energiebereich, in dem tatsächlich keine Ausbreitung stattfinden sollte oder kann oder diese halt sehr ungünstig ist. Gleiches gilt tatsächlich auch hier und hier in diesem Bereich. Und das sind im Endeffekt dann nichts anderes als unsere Bandlücken. Und das hier sind die erlaubten Bänder, die eben existieren. Das habe ich auch nochmal hier unten aufgezeichnet. Wir haben also im Endeffekt Bandlücken, die im Endeffekt Energiebereiche aufweisen, in denen tatsächlich für K keine wirkliche Definition vorliegt der Energie, einfach weil dieser Cosinus hoch minus 1 uns nicht erlaubt, Werte in dieser Funktion L anzunehmen, die eben größer oder kleiner, also kleiner als minus 1 oder größer als 1 sind. Das heißt, hier alles klar definiert in dem Cosinus, hier überhaupt nichts definiert und nicht möglich, weil eben außerhalb von dem Cosinus. Und was hier tatsächlich passiert, ist, dass in den Bereichen, wo wir eben eine Zahl größer 1 bzw. kleiner minus 1 in den Cosinus einsetzen, unser K, das ja hier oben steht, auf einmal imaginär wird. Das sieht man, wenn man für den Cosinus hoch minus 1 nicht die analytische Funktion, die wir jetzt hier kennen, einsetzen, sondern in die Euler-Darstellung. Also es gibt ja immer über die E hoch Jx-Darstellung auch eine Möglichkeit, die Cosinus und Sinus darzustellen. Und wenn das Ganze größer 1 wird, kann das nur folgen, falls unsere Variable x, beziehungsweise hier in dem Fall unsere Energie w, oder unsere Wellenzahl k, imaginär wird. Wenn diese Werte imaginär werden, dann kann tatsächlich auch dieser Cosinus größer 1 bzw. kleiner minus 1 werden. Wird die Wellenzahl aber imaginär, dann wissen wir auch durch das E hoch j k x, dass wenn das k auch noch imaginär wird, unsere E-Funktion, die eigentlich eine Schwingung darstellen soll, auf einmal wieder reell wird, also eine E-Funktion mit irgendeiner Konstante mal x wird, tatsächlich weil j mal j tatsächlich mit einer negativen Konstante, was einer abklingenden E-Funktion gleicht und damit im Endeffekt bedeutet, in den Bereichen, wo diese Bänder eben
ja, außerhalb von 1 bzw. minus 1 sind, nimmt die Wellenfunktion auf einmal eine abklingende Wahrscheinlichkeit an und nicht mehr eine Schwingung. Und dementsprechend, ja, wird die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, dass sich eben irgendwas in diesen Bändern befindet, ja, gegen 0 gehen. Und tatsächlich, desto weiter wir hier von der minus 1 entfernt gehen, wird die Abklingung immer größer. Das heißt, dass tatsächlich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dort was existiert, immer, immer, immer kleiner wird. Das Gleiche habe ich auch hier nochmal schriftlich aufgeschrieben. Also im Endeffekt betrachtet man die Funktion k gleich 1 durch a mal Cosinus hoch minus 1 L von w durch v0 und L von w durch 0, v0 zusammen. Dann erkennt man, dass eben dieses L von w durch v0 Werte größer 1 bzw. kleiner minus 1 annimmt. Und da hier der Cosinus nicht definiert ist, ergeben sich eben undefinierte Bereiche für diese Funktion k von w durch v0. Und die Bereiche, in denen k von w durch v0 existiert, zeigen eben jetzt, wie gesagt, die Bänder an, die erlaubt sind, während dagegen die undefinierten Bereiche die verbotenen Zustände darstellen, also im Endeffekt die Bandlücke. Genauer gesagt ergeben sich in den undefinierten Bereichen, wie gerade erklärt, imaginäre Lösungen für k, also für die Wellenzahl. Und dies hat wiederum zur Folge, dass für eine Wellenfunktion, die eben ja a mal e hoch j kx, mit einem imaginären Kader eben steht a mal e hoch minus Konstante mal x und das ist eine exponentiell abklingende Funktion, also eine exponentiell abklingende Wahrscheinlichkeit dafür, dass unsere Welle davor liegt. Das heißt, Bereiche, in denen keine reelle Lösung existiert, bezeichnet man als Bandlücke. Das ist eben hier zeichnerisch auch dargestellt. Wir sehen jetzt hier, dieses Band sieht noch relativ homogen aus oder relativ schön aus im Vergleich zu dem, was man sich jetzt eben anschauen kann, wenn man tatsächlich den Bandverlauf von Silizium, Gallium, Arsenid oder ähnliches anschaut. Könnt ihr gerne mal googeln, da sieht das Ganze ein bisschen unangenehmer aus, sage ich mal. Das liegt daran, dass wir hier, und wir sehen ja schon, was diese Aufgabe für eine Komplexität hatte, aber hier eigentlich von einem ganz, ganz, ganz einfachen Beispiel ausgegangen sind, in dem tatsächlich ein Potenzial vorliegt, was vollkommen periodisch ist und vollkommen schöne Struktur hat, sage ich mal, in dem hier einfach nur Blöcke sind, in dem das Potenzial existiert oder Blöcke, in denen das nicht existiert. Wie gesagt, wenn man jetzt in einem anderen Kristall ist, dann könnte man hier schon wieder irgendeine Gauss-Funktion zum Beispiel ansetzen, die da vorkommt oder irgendeine noch komplexere Funktion. Dadurch würde sich natürlich die Lösung unseres U von x beziehungsweise der Ansatz nicht groß verändern, aber das Aussehen der Bänder würde tatsächlich ziemlich variieren und ziemlich anders aussehen. Es würde aber trotzdem immer noch zu so einer Art Cosinus hoch minus 1 von der Funktion kommen. Die Funktion selbst sieht dann nicht mehr so schön aus wie hier. Die kann ja zum Beispiel auch so aussehen oder ähnliches. Ja, also ganz anders. Ich habe jetzt irgendwas wirrwarrmäßig eingezeichnet. Aber was immer noch gilt, ist zwischen minus 1 und 1 sind erlaubte Zustände. Außerhalb nimmt dieses exponentielle Abklingen eben Fahrt auf und dementsprechend existiert dort eben kein Zustand, was dann eben dafür sorgt, dass wir eben auch Bandlücken bekommen. Und so entstehen Bandlücken in einem Halbleiter. Das ist im Endeffekt die gesamte Mathematik dahinter. Wir sehen schon in diesem einfachsten Beispiel, das wir jetzt heute berechnet haben, müssen wir Vereinfachungen annehmen, weil es händisch einfach irgendwann nicht mehr lösbar ist oder eben nur noch sehr, sehr schwierig lösbar ist. Aber wir sehen tatsächlich auch, dass man mathematisch nachweisen kann, woher diese Bandlücken kommen und woher die erlaubten Zustände kommen und warum ein Halbleiter eben so funktioniert, wie ein Halbleiter funktioniert. Ich hoffe, das Ganze war hier verständlich dargestellt. Ansonsten, falls es Fragen dazu gibt, gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.